Recht herzlich willkommen zur 92. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, irgendwie sah da gerade nichts zu sehen, hat auch gut geklappt, ne? Dann schauen wir mal weiter kurz. Hier ist noch irgendwas, was wir machen können. Feldhof. So, ja, dann machen wir natürlich. Okay. ...32 haben wir, gut. Das ist auch kurz vorm Fertigwerden. Dann lassen wir die Uhr... Na, warte mal, da ist noch was. Machen wir erst das. Okay, da können wir jetzt hier geschützte Häfen machen. Schäden. Ne, ein System, geschützte... Mhm. Globale Reparaturschiffe minus plus 10 und Seeleute unterhalten minus 10. Ja, hört sich gut an, ne? Machen wir doch mal, oder? Zack, weg ist es. Okay. Na dann. Sind wir da erst so weit durch? Das ist klar. Das ist auch klar. Unruhen. Endet gegen Burgund. Provinzverbesserung können wir machen. Sieht's nie aus. Achso, da können wir noch ein bisschen mehr Geld einnehmen. Okay, geht nur einer, dann war es das schon. War sehr teuer. Keine Mission ausgewählt. Erobert. Flandern erobern. Er schafft eine richtige Flotte. 75% des Schiffslimits. Drei Viertel von den Schiffen. Und wir haben jetzt hier 82, das heißt 60, 61 Schiffe müssen wir haben. Jetzt die Frage, wie wir bauen, aber so viele bestimmt nicht. Ich glaube, das ist nix, oder? Debatte hat sich bestimmt nicht geändert, ne? Nö, ist nicht. Das kannst du dann schließen nochmal. Ja, dann lass uns mal gucken, dass wir weiterlaufen lassen. So ein paar Schiffe kommen ja jetzt hier raus. Die haben wir ja komplett einmalig angestoßen. Okay. Da sind auch Achter. Aber wir haben nur Transportschiffe, glaube ich, gemacht, ne? Mal gerade da rumfahren, aber da sind auch schon 12, das war's schon. Also das hat auch nichts gebracht. Darlehensangebot. Brauchen wir aber nicht, lehnen wir ab. Aber da haben die schon ganz schön viel Kohle gerade geboten, ne, wenn man das überlegt. Mhm. Hier haben wir noch ein Plus hier. Und kein Darlehen, okay. Okay, Militärbündnis haben die geschlossen. Da ist ein Schiff. Da oben sind die Franzosen. Aragon ist schon komplett besetzt, oder? Ja. Das da ist noch frei, oder was? Aber das passiert leider auch noch. Ja, wir kommen da aber auch gar nicht hin, ne, oder? Oder kämen wir mit unseren 10 Leuten irgendwo hin? Ne, das brauchen wir gar nicht versuchen. Die Flotte ist gleich hin. Aha, keine Provinz erledigt. Hier müssten wir mal einen Anspruch drauf fingieren. Geht aber noch nicht. Okay. Ja, das sieht schon krass aus, ne? Wie sieht's denn drüben aus? Sind wir da? Neufundland riesengroß, aber naja. Keine Armee hier, ne, oder? 21 da. Ja, schon nix, ne?
Kriegsstand wird immer schlechter. Wir kommen aber auch nicht hier gerade raus, würde ich sagen, ne? Dann machen wir das und schicken wir das nach da, gucken, ob das wenigstens klappt. Revolution in Aragon, okay. Okay, das hat auch nicht geklappt. Malakka schloss Frieden mit dem vormaligen Feind Aragon. Okay. Jeden Monat abzugeben. Mhm. Wir haben da wohl kein Problem mit gehabt. Okay, die französischen Schiffe waren da. Puh, da kommen wir nicht rausgefahren. Warum also gar nicht probieren? Dann versuchen wir mal schnell darüber zu setzen, ob das geht. Okay, von Calais verloren. Und irgendwo ist eine Revolte. Und zwar wo? Die Franzosen haben uns angegriffen. Sehr interessant. Wo ist denn jetzt hier die Revolte? Auch hier oder was? Naja. Die haben wir zusammengekriegt, die vier. Smida einfahren. Klappt das? Oder gehen die auch gleich wieder runter? Okay, die Holländer sind glaube ich nicht so böse. Frankreich hat Calais besetzt. Machen wir das. Und Dukaten. Grundmannstärke 2. Oh, komm, das können wir uns leisten, ne? Machen wir das doch, oder? Achso, da gibt es keinen Anführer wegen Flotte. Wir können Staaten gründen. Toll, oder? Mal gemacht. Calais ist keine Kernprovinz. Okay, sehr interessant. Sind auch besetzt von Frankreich. Oh, da sind 33 Franzosen gelandet. Das bedeutet, wir müssen noch ein paar Leute ausheben, damit wir dagegen ankommen. Reiterei noch dabei. Nur die Frage, ob wir da irgendwas ausrichten können. So, dann lassen wir mal weiterlaufen. Aha, da gab es eine Einigung. Ich glaube, wir haben da kein Problem jetzt mit gehabt. Ja, wohl auf, gut. Wir haben hier nichts verloren in dem Sinne. Haben aber uns einen Gefallen erarbeitet, oder wie war das? Okay. 10%, da können wir mit leben. Was haben wir hier noch? Calais können wir reformieren. Was haben wir da? Wollen wir nicht. Ja komm, machen wir da noch eine. Das ist wahrscheinlich immer noch nicht möglich. Doch, diesmal ist es.
kosten Technologien runter, das macht Sinn. Unterhalt und Verschleiß hier. Hm. Komm, machen wir das mal diesmal. Korruption nehmen wir dabei dann. Das nicht. Das. Und dann haben wir schon geschafft, oder wie sehe ich das? Okay. Jetzt haben wir hier ganz viele Flotten. Hm. Ach so, naja. Jetzt fahren wir die erstmal alle dahin. Ist hier oben die beiden auch schon raus? Ja. Dahin war das. Pause rausnehmen. Schiffe fahren lassen. Wie sind denn das dann? Ein paar auf jeden Fall, ne? Truppen sind hier auch schon. Die wir jetzt gar nicht mehr brauchen, weil, ne? Die sind ja jetzt schon alle weg. Flottenreformer ist toll. Marschiert immer dahin. Aragon. Die Revolution ist da, okay. Wer ist das hier? Brandenburg, okay. Gut. Gegenrevolution läuft. So, jetzt haben wir hier unten noch zwei, drei Schiffe, die wir nehmen. Und auch noch dahin bringen. Hier ist nur eine Einheit rausgekommen, die geht nach London. Passt erstmal, ne? Die machen wir erstmal zu einer Einheit. Und die bitte auch. Ja, die Franzmänner, die müssen mal weg hier noch. Calais. Ach so, wir wollten noch hier diplomatiemäßig was machen. Anspruch fingieren. Antoine. Okay. Okay. Und mehr geht nicht. Gut. Die hätten sie uns alle kaputt gemacht, die da waren, ne? Hm. Ja. Die Filtration entdeckt. Beziehung da oben verbessern. Ach, hier unten ist schon wieder die Party bei den Aragonesen. Oder heißen Aragoner? Keine Ahnung, könnte auch sein, ne? Gent wurde entdeckt. Abbrechen. War das jetzt hier? Ne, das war hier, ne? Anspruch fingieren wir noch auf Grand oder Gant. Okay. Aber die haben auch nicht mehr ganz viel hier, ne? Die Holländer haben da schon mehr. Ja, und der Rest ist alles von Österreich hier angenommen worden, ne? Ja. Okay. Lüttich ist schon wieder stark am Kämpfen, oder wie ist das? Ach so, ja, den können wir hier mal abziehen dann.
Genau, das Netzwerk läuft noch da. Hier können wir was investieren. Produktion verbessern, läuft. 5% höher. Da geht noch nichts. 35 von 84 Schiffe haben wir, das bringt uns jetzt aber nicht. Machen wir so. Okay, Calais ist jetzt Kernprovinz geworden. War jetzt nicht so schwer, ne? Geht da schon wieder was? Nein. Sind wir auch erst bei 18, ne? Können wir mit dem was anfangen? Den wollen Bündnis. Das machen wir doch mal, ne? Da kommt gleich schon die Staatsehe rein. So, da haben wir noch einen weiteren starken Partner an unserer Seite. Obwohl, ich glaube, die haben wir jetzt gar nicht mehr als Partner, ne? Doch, ist sogar, okay. Britannia, okay. Ja, die sind ganz schön groß geworden, ne? Die Österreicher. Gut, wir haben hier noch den Punkt. Okay. Nee, das machen wir nicht. Wenn dann das, ne? Aber pff, müssen wir ja nicht, ne? Kein Teil des Römischen Reichs, aber das hier dann schon, ne? Das ist schon ausgeweitet. Schon krass. Was ist denn das hier? Geht das? Ach, da haben wir schon Ansprüche drauf. Da müssen wir das noch wenn machen. Geht aber noch nicht. 25, ne, 30, okay. Gut. Können wir da was bauen? Oh mein Calais was. Ach, da geht noch mehr. Okay, dann da oben. Okay, was haben wir hier? Oh, das nehmen wir mit. Müssen wir nur gucken, ob wir die Stabi nicht wieder... ne, da nicht, da war das. Oh, kriegen wir nicht hoch. Müssen wir aufpassen. %57, okay. Schwichtigen wir doch den Herrscher erstmal. Dann ist es wieder ein bisschen besser. Ja gut, haben wir wieder was geschafft, würde ich sagen. Machen wir hier erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.